Hallo und willkommen zurück bei Observer. Wir waren in der letzten Folge in den Gedanken des Viktor Maderski, dessen Bild sich hier gerade irgendwie nicht aufbauen will, der immer noch so rumhängt. Lass uns mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht, was wir jetzt machen müssen. Versorge den Generator wieder mit Strom. Unser kleines Handgemenge hat für einen Kurzschluss beim Generator gesorgt. Wenn ich heraus will, muss ich ihn wieder mit Strom versorgen. Oh Gott. Da wird der Typ bestimmt wiederbelebt. Weiß nicht, ob ich ihn wiederbeleben will, aber wir schauen mal, ob wir hier irgendetwas noch finden, was wir scannen können müssen. Da hinten was? Soll ich hier drüber gehen oder ätzt mich das weg? Ich probiere es lieber nicht. Nee, hier passiert mir was. Ach, dieses schöne Spiel. Ich habe mir gerade noch mal das Intro genauer angeguckt. Also beziehungsweise, wo unser Daniel Lazarski erzählt, dass er ein Observer ist. Schon nicht ganz ohne. Was ist denn das hier noch? Irgend so ein Mainframe? Also das ist keine Zukunft, in der ich wirklich leben möchte, schon wegen dieser Missgeburten hier, und ich hoffe ehrlich, dass unser Wolfsmensch hier einfach tot bleibt, bitte. Ich glaube, das grillt mich, wenn ich hier raufgehe. Ich will es auch gar nicht riskieren. Denke permanent, hier läuft irgendetwas neben mir, irgendetwas mit mir. Ich weiß nicht, ob ich das falsch gehe gerade. Dort, hier oben. Eine Lampe. Ey, wieso glaube ich, dass der Typ... Was? Dass der Typ dann echt wieder aufsteht. Heißt das aber, wenn jetzt hier alles zu ist, dass wir diese zentrale Verriegelung deaktiviert haben? Und gleich wieder so ein Riesenschreck. Oder wenn ich hier drin bin und das wieder anmache, kommt hier dieser blöde Lackaffe, das blöde Knautschgesicht. Rasselt mir irgendwo was rein. Beiliegende Kabel. Stromschlagrisiko. Also nichts, was ich mich wessen ich mich aussetzen will. Ich eine gewischt. Sehe ich es gerade schon wieder nicht? Stelle ich mich wieder zu doof an? Komme ich hier eigentlich drunter, wenn ich will? Was hat er gesagt? Hier raus, hier muss ich ihn wieder mit Strom. Kurz beim Generator. Heißt, irgendwo müssen hier Kabel rumliegen. Wir sind von hier oben gekommen. Hier oben runter geflogen. Genau. Ein Haufen Mist. Kabel entfernt, aber ich kann kein Kabel nehmen. Über das mit der Nachtsicht. Oh Gott, nee, die hilft mir gar nicht. Es ist so schön, dass dieses Spiel so eine bedrohliche Stimmung hat, so dieses unbekümmert fröhliche. Kann ich nicht runter. Lampe. Ne, aber hier vielleicht die Nachtsicht.
irgendwie stelle ich mich gerade immens doof an. Ich sehe es einfach nicht. Bin ich schon vorbeigelaufen? Wenn es einer von euch gesehen hat, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Haha. Den Generator wieder umversorgen. Ich weiß weder, was hier konkret der Generator ist, noch wie ich den mit Strom versorge. Wer baut denn sowas bitte? Oh. Mensch. Hier raus. So. Ach. Geht hier drin. Bin ich jetzt wieder in diesem Kackkeller? Okay, hier war wieder dieses Zeichen. Und nicht rein. Schau mich mal kurz hier an, ob ich irgendwas entdecke. Ich sage euch, wenn ich was entdecke, wird mir das nicht gefallen. Bin ich denn hier gelandet? Alles machen. Kann sein. Hier von der anderen Seite. Das gucken wir gleich nochmal nach. Ist jemand? Hier ist eine Chiron-Tür. Dieses Spiel. Das ist ein Stromzähler. Wieso ist denn an der Tür ein Stromzähler? Gott, was passiert denn, wenn ich hier. Ist das irgendeine Not, so ein Notreset? Ja, an der Tür waren wir schon. Hier kommen wir her. Gehen wir nochmal zurück. Gucken, ob wir die Tür von der anderen Seite aufkriegen. Vielleicht brauchen wir das später noch. Also müssen wir die später noch öffnen. The body shorted out the generator. To get this door open, I gotta restore power. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Hm. Als wäre es bei diesem Spiel so, dass etwas einfach passiert und man keine Konsequenzen befürchten muss, nicht? Also sie hat ja alles irgendeine Konsequenz. Ja, wo führt die denn hin? Hier war ja nix. Der komische Metalldurchgang. Das war's. Was?
Wer hat es denn auf sich? 10 Ampere? 20 Ampere? Ach Gott, ich muss die Sicherung in der richtigen Reihenfolge reinhauen. 35 Ampere. 20 Ampere. Und 10 Ampere. 10. Steht auch nichts dazu. Dass der Typ gleich wieder leben wird. It's never that simple. Gott. Was scannen wir das Ganze mal? Irgendeine alte Gammelkonsole. Hier noch was drücken. Ich. The fuse is busted. I need to find a spare. Was ist das für eine Sicherung? 35 Ampere. 20. Da habe ich ihn natürlich schon fallen lassen. 20. 10. 10. Also sollte ja theoretisch... Da bist du ja. Sollte ja theoretisch eine 35 Ampere Sicherung ausreichen. Das kann ich nicht leiden, wenn hier permanent man das Gefühl hat, dass hier gleich wieder was passiert. Okay. Oh Gott. Aha. Ist das warten lassen oder was? Versteck des Mörders. Oh Gott, ich muss es finden. Okay. Will ich es finden? Ah. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso fühlt, aber für mich ist das furchtbar. Bin ich schon wieder in irgendeiner komischen Phase? Ich bin heute echt nicht in der Lage für das Spiel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das war die schlauste Idee, das heute zu machen.
Also er hängt zumindest noch drin. Also scheinbar ist er wirklich tot. Oh Gott. Man hatte diese mörderische Anspannung. Bin wirklich wieder im Keller. Hier muss irgendwo so ein Ding. Ah. Aneta Bilas. Oh, ich brauche erstmal kurz einen Tee. Also man läuft hier durch und man erwartet wirklich die ganze Zeit irgendwas. Tut mir leid, dass ich gerade keinen großen Vorschub mache. Aber heute ist echt der schlechteste Tag gefühlt. Also ich bin so angespannt. Da hat nicht mal eine Tür. Okay. Heißt, ja. Als potenzieller Gegenspieler sind ja jetzt gar nicht mehr so viele übrig. Sehe ich da schon runter? Ich glaube, ich muss da runter. Das kann ja jetzt nicht deren Ernst sein, oder? Oh, jetzt muss ich hier echt in den Dreck. Danke, Spiel. War das hier? Nee, das war der nächste Gang. Denn hier gab es ja nichts. Abwasser. Mit schöner Musik im Hintergrund, danke. Also wenn ich still bin, dann ist das wirklich meine Anspannung. Oh ja, klar. Alter. Wow. Schauen wir erstmal ins Fallprotokoll, würde ich sagen. Ich habe Victors Versteck gefunden, was auch immer er aus Adams Wohnung entfernt hat. Wird er wohl hier gelagert haben. Schauen wir uns das erstmal an, was hier ist. Verdammt, jetzt habe ich das nicht. Ach, das wusste ich nicht. Ich habe es schon angeklickt. No. Oh Gott. No. Ist das Adam? Game is this? Oh God. Dad, I'm still alive. The head.
don't connect to it. Adam? Adam, are you there? I need your help. There's a place. It's called Sanctuary. Adam? Adam? Just try to... try to call me back. God damn it. Okay, also wir verbinden uns schon mal nicht mit dem Kopf. Wir scannen ihn. Da ist nämlich was drin. Bürger-ID, irgendwas. Adam Lazarski. Nicht Leon Grabinski. Vor 254 Minuten. Nein. Er hat ja nicht umsonst gesagt, ich soll mich nicht verbinden. Wir hören uns das nochmal an. Ah, abnormale genetische Struktur entdeckt. Ja. Venusbakterien entdeckt. Also noch drücke ich definitiv nicht mittlere Maustaste. Mal schauen wir uns hier um. A splicer, a lunatic and a junkie. Perfect combo. Okay. Alter. Hä? Clostridium tetani Bakterium entdeckt. Okay. Richtig viel anzufangen ist ja mit der Maske nicht. Und die Maske kennen wir schon. Günstiges Leder, Lammfell. You came to me again. The man from the looking glass. John Sebastian Bayard. The Ballard of the Bayard. Die natürliche Alternative. Wir sprechen mit John Sebastian Ballard, CEO von Ballard Genetics und Augmentations, über die Zukunft individueller Modifizierung und der Furcht vor Veränderungen. Tom Tubal, Herr Ballard, John Sebastian, bitte nennen Sie mich John. Ah, das ist schon besser. TT. Tom. John, stellen wir uns folgende hypothetische Situation vor. Ihr Sohn feiert seinen 18. Geburtstag. Er sagt zu Ihnen, Papa, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Ich gehe zu BG&A und lasse mir Tentakel ins Gesicht einsetzen. John. Wenn er sich die Behandlung leisten kann, dann gehe ich davon aus, dass er ein sehr intelligenter junger Mann ist. Also höre ich ihm gern zu und versuche, seine Entscheidung zu verstehen. Sie weichen der Frage aus. Ich zeige nur auf, wie unfair es ist. Es ist immer leicht zu fragen, und wenn es Ihr Kind wäre, aber in Wahrheit führen wir diese Unterhaltung schon seit Jahrhunderten. Als die Cybernetic-Revolution begann, haben die Leute behauptet, das wäre der Untergang, wir wären zu weit gegangen. Vor 100 Jahren wurden Transgender-Leute als Außenseiter und Freaks hingestellt, was logischerweise heute absurd wäre. Es gibt immer Leute, die Angst vor Veränderungen haben. Aber was, wenn die Volksverhetzer, danke dafür nebenbei, irgendwann recht haben? Gibt es eine Grenze? Liegt sie beim Gensplicing? Ein sehr weiser Mann hat einmal gesagt, dass man die Angst vor der Genforschung mit den alten Chinesen vergleichen kann, die Angst davor hatten, Drachen steigen zu lassen, da sie irgendwann zu Flugzeugabstürzen führen würden. Dieser Satz ist heute für mich wahrer denn je. In puncto Gengestaltung stehen wir erst am Anfang. Und derzeit ist es der allerletzte Schrei. Wir sehen Teenager, die ihr Leben riskieren, um unumkehrbare Veränderungen an sich vornehmen zu lassen. Nicht bei BG&A. Wir behandeln nur Erwachsene, die der Behandlung zustimmen. Das ist ja schön und gut, aber die Technologie existiert, oder? Die Katze ist aus dem Sack. Mal ehrlich, Tom, muss ich wirklich das Argument, Pistolen töten keine Menschen bringen? Ich frage mich nur, ob Sie es in Ordnung finden, dass es als modisches Statement benutzt werden sollte. Aber bitte doch, Sie haben selbst gesagt, die Behandlung ist unumkehrbar und beinhaltet gewisse, wenn auch geringe Risiken. Glauben Sie wirklich, dass jemand eine solche lebensverändernde Entscheidung aus einer Laune heraus trifft?
Sie bezeichnen es immer als Behandlung. Warum? Weil es genau das ist. Aber nicht im eigentlichen Sinne. Ich meine, es geht um die Behandlung einer Krankheit. Es geht nicht um die Behandlung einer Krankheit. Natürlich tut es das. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich Ihnen das erklären muss, Tom. Wenn Sie von einer Krankheit sprechen, meinen Sie damit eindeutig nur körperliche Leiden. Ich möchte Sie nicht kränken, aber diese Ansicht ist doch recht mittelalterlich. Sie sagen also, die Verwandlung in eine genetische Mischform ist eine Art der Psychotherapie? Ich sage, dass man nichts verwerfen sollte, dass jemandem dabei hilft, sich in seinem Körper wohlzufühlen. Wir sollten also alle hellauf begeistert sein. Gibt es keinen Platz für eine gesunde Skepsis? Ich finde Skepsis selten gesund. Meistens ist sie nur eine Zuflucht für Vorurteile und Engstirnigkeit. Ich bitte nur darum, nicht das schlecht zu machen, was wir nicht verstehen. Betrachten Sie sich selbst als Prophet der Veränderung? Lacht. Ich bezeichne mich selbst als müde. Es war eine lange Woche. In dem Fall sollten Sie sich ausruhen. Danke für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein konnte. Im Kontrast rumdrehen. Nein. Schau mal, was hat denn der für Mails? AW, ich hol dich mir. Sehr geehrter Herr, wir bei Bayer Genetics und Augmentations, sind zutiefst betroffen, dass Sie mit den Ergebnissen Ihrer Gensplicing-Therapie nicht zufrieden sind. BG&A arbeitet nur mit den besten Experten in Ihrem Gebiet und verwendet modernste Geräte, um die Anforderungen aller unserer Patienten zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Patienten sehr hohe Erwartungen haben, selbst wenn diese objektiv betrachtet unrealistisch sind. Während wir keine exakten Details über ihre Behandlung bieten können, möchten wir Sie daran erinnern, dass unsere Experten in Fällen, die den Einsatz von genetischem Material von ausgestorbenen Arten, in diesem Fall Canis Lupus, erfordern, einzigartige Stämme aus unserer Genbibliothek zusammenstellen. Canis Lupus, ist das der Wolf? Leider können wir Ihnen keine Liste der Spenderarten zur Verfügung stellen oder bestätigen, respektive verneinen, dass eine bestimmte Art bei dem Prozess verwendet wurde. Wir möchten Sie weiterhin daran erinnern, dass die vorgenannten Tatsachen klar im vorprozessualen Vertrag erläutert sind. Wo hatten ja das Geld dafür her? Zum Schluss müssen wir Sie darüber informieren, dass die böswillige DNA-Manipulation eine sehr schwerwiegende Anschuldigung ist, die nicht leichtfertig gemacht werden sollte. Es sei denn, es liegen eindeutige Beweise für die Anschuldigung vor. Unbegründete Bezichtigungen gegen BG&A, sei es öffentlich oder in weiterer Korrespondenz, werden als Verleumdung betrachtet und mit entsprechenden Rechtsmitteln begegnet. Patientenunterstützung, ja genau, das klingt ja wie die Rechtsabteilung. Oh Gott, Entschuldigung. Gefallen. Hey Kumpel, ich habe deine Nachricht erhalten. Sie hätte zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Die letzten Monate waren ziemlich schwierig. Eliza hat ihre Stelle wieder verloren, ist schwanger. Also arbeite ich in Doppelschichten, um etwas Geld zu sparen. Wir wollen das Kleine splicen lassen, sobald es da ist. Anders gesagt, tut mir leid, aber so viel Geld habe ich momentan nicht. Nicht, dass ich dir nicht traue. Ich weiß, ich würde es zurückbekommen, aber ich kann dir dieses Mal nicht helfen. Ich hoffe, du findest eine Lösung. Halte durch, Matt. PS, sind deine Eltern nicht reich oder sowas? Ich habe gehört, sie sind in einen B-Bezirk bezogen. Kannst du sie nicht um einen Kredit bitten? Das heißt, seinen Eltern geht's eigentlich besser. Bitte hör auf. Victor, diese seltsame Scharade muss aufhören. Sofort. Mama und Papa fürchten sich und ich kann es ihnen nicht verübeln. Diese ganze Gensplicing-Besessenheit ist eine Sache, aber die Pakete, die du ihnen geschickt hast, was auch immer du glaubst, dass sie dir angetan haben, das ist einfach grausam, Vic. Du bist mein Bruder und ich liebe dich. Auch wenn du dir noch ein Bein und ein paar Hörner wachsen lässt. Aber lass Mama und Papa da raus. Wenn du willst, dass sie dich so akzeptieren, wie du bist, red mit ihnen, erklär es ihnen. Ich weiß, du bist nicht wahnsinnig, also melde dich bei deiner Familie. Wir sind nicht deine Feinde. Ich hoffe, wir hören bald von dir. Anke. Letzter Batch. Victor, die Teile, die du mir letzte Woche geschickt hast, waren total unbrauchbar. Ich konnte die Antenne benutzen, aber der Empfänger war hinüber und der Rest war total verrostet. Wo hast du dieses Zeug überhaupt her? Hast du das aus dem Müll geholt? Natürlich bezahlt mein Kunde nicht für diesen Mist. Ich musste ihm einen Rabatt auf meine besten Sachen geben, damit wir im Geschäft bleiben. Du stehst auf ganz dünnem Eis, mein haariger Kumpel. Noch so ein Stunt, du kannst ja einen neuen Dealer suchen. Rob. Lebensmittelliste. Hey, ich habe es geschafft, einen neuen Kunden an Land zu ziehen. Der Typ interessiert sich für Vorkriegssendetechnik und hat die Kohle dafür zu zahlen. Muss nicht neu sein, aber muss funktionieren. Hier eine Liste, was er will. Eine B8X-Antenne, ein Nemosynth-Receiver mit doppelter Befestigung, der große gewerbliche, nicht das Verbrauchermodell. Ein VGX4-Dechiffrierchip, Vitalia IFP-Fusionsakkus, so viele du findest. Ich zähle auf dich, Kumpel. Vermassel es nicht. Hatten wir schon? Komischer Typ. Dokumente. Ah,
Sie haben sie ihn verbastelt. Also erst haben sie seinen Rücken. Sein Arm, warum? Also wir haben ja schon rausgekriegt, dass der irgendwie Probleme mit seinem Körper hatte. Und das ist insgesamt schon 5 Jahre her, dass die Prozedur angefangen hat. Oh Gott, ja, damit der Wolf sehnlicher ist. Der hat aber auch schon so ganz schöne Deformierung gehabt. Und das verstehe ich nicht, warum er sich das hat antun lassen. Das ist doch sinnlos. Das Spiel. So. Werden wir mal noch vielleicht so irgendwas enthalten? Nur ein einfaches Aufzeichnungsgerät. Ah! David Aksamit, Artificial Lifeform Program. Strangely disfigured face. Also, ich habe hier schon schlimmere gesehen, Mr. Wolfsmensch. Gut, dann schauen wir mal schnell. Option, starte Neuralvernehmung. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Die Stimme, die vorgab, Adam zu sehen, hat mich davor gewarnt, mich mit dem Kopf zu verbinden, aber kann ich mir das leisten? Wir haben nicht mehr so viel Synchrosin, wenn ich mich jetzt wieder synchronisieren will. Finde das Sanctuary. Die Person, die beteuert, Adam zu sein, erwähnte einen Ort namens Sanctuary. Falls die Möglichkeit besteht, dass er dort ist, diesen Ort finden. Ja, dann stehen wir im Prinzip vor einer interessanten Entscheidung. Kopf oder nicht Kopf, das ist hier die Frage. Und ich vermute, dass sich das alles auf den Spielverlauf auswirken wird. Aber, da ich leider so getrödelt habe, und es tut mir ganz leid, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich brauche echt eine Pause. Normalerweise lässt mich das Spiel ja inzwischen ein bisschen kälter, aber heute ist echt nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Deswegen bitte ich vielmals um Entschuldigung und verabschiede mich für diese Folge. Es war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich gebe euch noch was Schönes zur Ansicht mit auf die letzten Meter. Dann sage ich Bing, 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 Bing. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao.